ist die Geschichte von Sascha und Anna, die sich in Berlin eine Wohnung teilen. Ihre Nachbarn sind Nick und Sam aus Amerika. Sam mag Anna. Sascha mag Toby. Und Nick mag Girls, Motorräder und Pizza. Also, bleibt dran. Hier ist die nächste Folge von Extra. So, das war's. Super. Und jetzt das Wohnzimmer. Genau da. Ja, so geht das. Yes, baby! Und jetzt noch die Getränke und das Knabberzeug. Cola. Die Kartoffelchips. Und zum Schluss der Pizza-Lieferservice. Nur noch 2 Stunden. Nick, was macht dein Fernseher in meinem Badezimmer? Sascha, ich will nichts verpassen. Wie nichts verpassen? Ich will nichts verpassen, wenn das Spiel läuft. Oh, das Spiel. Mann, das ist die Weltmeisterschaft, das ist mega wichtig. Die Weltmeisterschaft, ich habe die Nase voll von der Weltmeisterschaft. Heute ist Halbfinale. Und Deutschland spielt gegen Amerika! Hey Sam, cooles Outfit, aber falsches Team. Und ich trage meine ganz spezielle Weltmeisterschaftsunterhose. Die bringt Glück. Was für eine Weltmeisterschaftsunterhose? Ja, die ziehe ich während der Weltmeisterschaft nicht aus. Aber die WM läuft schon seit 3 Wochen. Genau! Sam, ich habe alles vorbereitet. Cola, Kartoffelchips. Und der Fernseher steht im Badezimmer. Um wie viel Uhr beginnt das Spiel? Ah, um 12 Uhr. Dann setzen wir uns besser. Hallo. Louis und ich wollen das Spiel auch sehen. Anna, du siehst aber hübsch aus. Deine Schleifen haben verschiedene Farben. Ja, eine für Deutschland und eine für Amerika. Anna, how sweet. Aber natürlich wird Deutschland gewinnen. Bestimmt nicht, Nick. Aber wir haben Jamaica 4-0 geschlagen. Ja, yeah, well, wir haben Luxemburg mit 3-0 geschlagen. Aber wir haben die besten Stürmer der Welt. Aber eure Abwehr ist schwach. Ist sie nicht. Ist sie doch. Und Amerikas Team ist auf allen Positionen fantastisch. Ist es nicht. Ist es ganz bestimmt nicht. Doch, doch. Stopp, stopp, stopp. Und jetzt seid ihr beide wieder Freunde. Ihr seid so kindisch. Heute kommt Toby an. Er ist wenigstens ein richtiger Mann. Ja, aber er ist auch Fußballfan. Tja, sein Team ist England. Die Engländer schlagen wir dann im Finale.
Ja, hallo? Ja, er ist da. Einen kleinen Moment, bitte. Nick, dein Manager. Wow. Hallo, Dieter. Wie geht's? Gut. Was? Ein Vorsprechtermin für mich? Wow, für was denn? Für die Soap Notruf 112? Wow! Und wann? Heute Mittag? Und wo? In Erfurt? Aber das sind 300 Kilometer! Doch, ich freue mich, ja. Danke, tschüss. Ein Vorsprechtermin für Notruf 112? Mensch, das ist doch phänomenal. Yeah, I mean, da freust du dich ja sicher. Ja, ich freue mich riesig. Ich bin so happy. Yeah, I can see that. Aber warum ausgerechnet heute Mittag? Es ist doch nur ein Fußballspiel. Sascha, es gibt Leute, für die ist Fußball eine Frage von Leben und Tod. Aber das stimmt nicht. Nein. Es ist viel wichtiger. Dann geh doch nicht zum Vorsprechtermin. Was? Nicht hingehen? Das kann ich nicht. Theater ist mein Leben. Nick, wir können dir das Spiel doch aufnehmen, hm? Und das Ergebnis sagen wir nicht. Ehrlich? Und ihr verratet mir das Ergebnis wirklich nicht. Versprochen. 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 Okay, versprochen. Also gut. Ich werde gehen und mein Bestes geben. Für Deutschland. You know, I kind of hope that Germany wins. Why? Because if they lose, Nick will kick me out of his apartment. Weltmeisterschaft. WM, WM, WM. Ich habe die Nase voll von der Weltmeisterschaft. Heute spielt Deutschland gegen Amerika. Genau! Na und? Och, wie langweilig. Die gute Nachricht zuerst. Ich gehe zum Casting für Notruf 112. Wow! Und die schlechte Nachricht? Das Casting ist in Erfurt. Deshalb kann ich das Halbfinale nicht sehen. Ich bin total happy! Das ist eine Tragödie! Das ist eine Katastrophe. Ich hab gesagt, das ist eine Katastrophe! Was ist eine Katastrophe? Ihre Haare. Und heute Abend kommt Tobi. Ich hab's. Charlotte. Sie kann mir helfen. Hallo, Charlotte? Ja, hier ist Sascha. Ich brauche eine Frisur, die ein fußballverrückter Engländer toll finden würde. Super. Gut, na dann bis um 5. Problem gelöst. Und gleich beginnt das Halbfinale zwischen den Teams aus Deutschland und Amerika. Ein gefährlicher Angriff der Deutschen. Ja! Oh! Nein! Und hier kommt Amerika. Das sieht gefährlich aus. Ah! Das war daneben. Oh nein! Das war ein Tor! Na los, Deutschland! Wow, was ist das? Deutschland greift an und Tor! Und Deutschland ist im Ballbesitz. Ja, der Stürmer ist allein vor dem Tor. Ja, noch ein Tor. 2:1 für Deutschland. Fantastisch! Wow, was für ein Spiel, hä? Ja, ein fantastisches Spiel. Ach, Sam, Amerika hat wirklich gut gespielt.
Ja. Aber nicht gut genug. Hey, wir dürfen aber nicht so happy aussehen. Wir haben Nick doch versprochen, dass wir ihm das Ergebnis nicht verraten. Genau. Wir müssen so normal wie möglich aussehen. Und Sam, du darfst auf gar keinen Fall traurig aussehen, hm? Na komm schon, lächle mal. Tu's für mich. Probier's mal so. Das wird schon gehen. Hallo? Ach, hallo Nick. Hallo Nick. Und wie war das Spiel? Ach, weißt du, so lala. Ja. Wo ist das Video? Sam hat es. Und wo ist Sam? In deiner Wohnung. Ah. Okay, dann werde ich mal nach Sam sehen. Okay, na gut. Bis gleich. Tschüss. Tschüss. Hallo, Sam. Oh, hi, Nick. Du bist schon zurück. Wie war es? Wie war was? Dein Vorsprechtermin. Ach der. Ziemlich gut, glaube ich. Great. Ist das hier das Video mit dem Fußballspiel? Yep. Was? Ihr habt gewonnen. Stimmt's? Aber was gewonnen? Das Fußballspiel. Amerika hat Deutschland geschlagen, stimmt's? Nick. Ich habe dir doch versprochen, dass ich dir nichts verrate. Ich weiß es trotzdem. Du bist so happy. Ich hab's doch gewusst. Wir haben Deutschen. Mein armes Team. Sam, wie konntest du das tun? Wie konnte Amerika Deutschland schlagen? Nick, just watch the tape. Ich brauche deine Hilfe. Ich muss ganz schnell Englisch lernen. Right. Wie viel Englisch? Oh, nur ein paar kleine Redewendungen für meinen süßen Toby. Right. Zum Beispiel? Oh, du siehst sehr gut aus. You are very handsome. You are very handsome? Yeah, that's good. You are so strong. Ach so, stark? Mm-hmm. You are so strong. Good, excellent. Your eyes are amazing. Augen, huh? Mm-hmm. Your eyes are amazing. Great, right. Now, all together, alles auf einmal. Ah. Sam, you are very handsome. You are so strong. And your eyes are amazing. Oh, that is beautiful, Sasha.
Okay, Zeit für meine neue Frisur. Mit ihr und meinen neuen Englischkenntnissen kann mir Toby garantiert nicht widerstehen. Ich hab ja nicht alles verstanden, aber Sascha und Sam, also mag sie ihn immer noch. Hallo, Anna. Ich muss los zum Friseur. Neue Frisur, neues Leben. Ich liebe Fußball. Besonders die muskulösen deutschen Fußballer. Der arme Sam. Deutschland hat gegen die USA gewonnen. Tut mir ein kleines bisschen leid. Sascha hat heute einen total schlechten Tag. Ich hab gesagt, das ist eine Katastrophe! Und jetzt macht sie sich Sorgen wegen Toby. Aber was ich nicht verstehe, ich glaube, Sascha mag Sam immer noch. Your eyes are amazing. Anna? Anna? Ja, Sam? Geht es dir gut? Ja. Bist du sauer? Warum sollte ich sauer sein? Schnuckiputzi. Komm her. Setz dich mal zu mir. Ja! Habe ich, like, etwas falsch gemacht? Well, you know, wenn du es mir nicht sagst, dann kann ich auch nichts machen. Du weißt genau, worum es geht. Deutschland ist im Finale! Yeah. Habe ich was verpasst? Sascha? Sascha, was ist denn los? Warum hast du denn eine Papiertüte auf dem Kopf? Ah! Na komm schon, nimm sie runter. Fass sie nicht an! Deine Haare? So schlimm kann es doch nicht sein. Doch. Komm schon. Versprecht ihr mir, dass ihr nicht lacht? Versprechen wir. Nicht wahr? Versprochen. Na gut. Und? Es sieht ja sehr schön aus. Ich wusste, dass ihr lachen würdet. Ich wusste es. Es ist eine Katastrophe. Und Toby wird jeden Moment hier sein. Das wird er sein. Er darf mich nicht so sehen. Hallo? Toby? Komm rein. Ich hole nur schnell Sascha. Sascha, Toby ist hier. Will ich nicht sehen. Kann nicht. Sascha, glaub mir, Toby wird deine Frisur super finden. Oh, Sascha, ich liebe deine Frisur. Ich liebe deine Frisur.
England versus Germany in the World Cup, eh? Poor old Germany. Nein, nein, nein. Ganz im Gegenteil. Macht euch auf das Schlimmste gefasst. Nick, kannst du Sam bitte fragen, ob er mir die Kartoffelchips reicht? Sam, kannst du Anna bitte die Kartoffelchips reichen? Kannst du Anna fragen, warum sie seit 2 Tagen nicht mehr mit mir spricht? Anna, warum sprichst du seit 2 Tagen nicht mehr mit Sam? Sag ihm. Annas Antwort ist... Psst, es fängt an. Nur noch Sekunden bis zum Beginn des WM-Finales zwischen England und Deutschland. Hallo, Deutschland! England! Oh, oh nein! Der deutsche Stürmer schießt daneben! Und hier kommt England. Back im Spiel zu Scholes. Und Tor! 1:0 für England! Aber was ist das? Deutschland startet einen Angriff und macht ein Tor! Nein! England hat ein Tor geschossen! Deutschland macht Druck. Und ein Tor! 2:2! Nur noch 15 Sekunden und Deutschland ist vor dem englischen... Anna, ich möchte dich etwas fragen. Ja, Sam? Hast du schon mal über das Heiraten nachgedacht? Wen denn? Well, how about... jemanden wie mich zum Beispiel. Ein Tor! Ein Tor für Deutschland! 3:2 für Deutschland! Deutschland ist Weltmeister! Hey, Toby, mein Freund. England hat wirklich ganz toll gespielt. Toby, du Armer. Du hör zu, das wird dich aufheitern. You are very handsome. You are so strong and your eyes are amazing. Sam hat mir Unterricht gegeben. Oh, jetzt verstehe ich. Was verstehst du? Ich habe gesehen, wie Sascha das zu dir gesagt hat. Sie hat nur die Sätze wiederholt. Wie dumm von mir. Ich dachte, dass Sascha und du... No! Für mich gibt es nur einen Menschen. Mich. Also Anna, willst du? Will sie was? Mich heiraten. Ja, Sam. Ja. Nächste Woche in Extra. Es geht um die Liebe. Sam und Anna planen ihre Hochzeit. Nick erlebt eine Überraschung. Und es kommt Besuch aus Amerika. Extra, das dürft ihr nicht verpassen.